freue mich sehr, hier heute in Köln zum Talk aus Köln Professor Dr. Elmar Nass begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Dankeschön. Sie haben Theologie und Sozialwissenschaften studiert, zuvor aber eine Banklehre gemacht. Warum? Die Banklehre, das lag in der Familie. Mein Vater ist auch Bankkaufmann und hat viel darüber berichtet. Und ich habe auch Spaß an Zahlen gehabt. Die Fragen der Wirtschaft haben mich immer interessiert. Und so habe ich dann nach der Schule angefangen, diese Bankausbildung zu machen. Lag also, wie gesagt, so ein bisschen in der Familie. Und das andere kam erst später dann dazu. Wann war Ihnen denn klar, dass Sie Priester werden wollen? Das kam tatsächlich relativ schnell. Ich habe die Ausbildung auch zu Ende gemacht, aber so ungefähr, die Ausbildung war 2 Jahre, war eine verkürzte Ausbildung. So nach einem Jahr ungefähr habe ich mir so die Frage gestellt, wie es jetzt weitergehen wird. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, mein ganzes Leben lang, sagen wir mit einem hohen Prozentsatz meiner Energie, die ich habe, in der Bank zu arbeiten, war mir dann doch zu wenig. Und entscheidend war für mich so die Sinnfrage. Wo, in welchem Bereich kann ich die Talente, die mir gegeben sind, möglichst gut einsetzen? Ich weiß noch, mein Vater hat dann gesagt, ja, wir brauchen auch in der Sparkasse, brauchen wir auch gute Leute, die auch Werte vertreten, Leute, die nicht nur egoistisch und an sich denken, auch für das Miteinander, weil es da auch immer weniger gibt. Aber ich habe dann gesagt, ja, das stimmt. Aber wenn ich dann insgesamt bilanziere, dann sehe ich, na ja, dann habe ich vielleicht 20%, wo ich Ethik und Werte in die Bank bringe, aber 80% geht es dann doch ums Geld und Geldanlagen. Da habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Und ich hatte die Begegnung, oder schon längere Begegnungen auch mit einigen Priestern. Und das hat mich sicher geprägt, dann diesen Weg auch einzuschlagen. Jetzt sind Sie aber momentan hauptsächlich in Forschung und Lehre tätig. Vermissen Sie Ihre pastorale Tätigkeit nicht, die Sie ja so als Kaplan auch ausgeübt haben? Ja, so ein bisschen schon, das muss ich ehrlich sagen. Ich war mit Leidenschaft Kaplan am Niederrhein, habe viel Jugendarbeit damals gemacht und wir haben tolle Sachen gemacht. Der Pastor damals sagte, ja, die erste Kaplansstelle ist sowas wie die erste Liebe. Das war es auch und ich habe auch bis heute Kontakt noch mit denjenigen, die damals mit aktiv waren. Wir haben Nachtwachen gehalten mit Kreuzwegen auf einem großen Soldatenfriedhof in Holland und an der früheren Grenze in Marienborn mit 150 bis 200 Jugendlichen, also tolle Sachen gemacht. Und das hat so geprägt, dass ich jedes Jahr machen wir noch ein Besinnungswochenende, einmal im Jahr, mit den damals Aktiven, die natürlich jetzt inzwischen auch schon etwas älter geworden sind und sich auch schon vermehrt haben, sodass der Kontakt doch nach wie vor noch besteht. Aber ich muss gestehen, das Pastorale fehlt mir schon. Aber ich zitiere da gerne den früheren Personalchef des Bistums Aachen. Der hat mich, glaube ich, ganz gut erkannt. Er hat gesagt, ich entdecke bei Ihnen oder dir so 2 Seelen in der Brust. Das eine ist so dieses Pastorale und das andere ist die Wissenschaft. Und so verstehe ich mich eigentlich heute auch noch. Und wie kam es dann zu Ihrer sehr starken sozialethischen und sozialpolitischen Ausrichtung? Ja, zum einen sicher durch die Prägung, auch mein Interesse. Ich habe mich immer für gesellschaftliche Fragen interessiert. Dann Prägung durchs Elternhaus, dann die Bankausbildung. Das habe ich auch mit Leidenschaft gemacht. Ich habe das nicht nur gemacht so nach dem Motto, ich gehe jetzt zur Sparkasse und schaue mal, was danach ist, sondern hatte schon längerfristig geplant, dabei zu bleiben. Und diese Wertefragen haben mich eigentlich immer schon interessiert in der Gesellschaft. Und natürlich die christliche Prägung auch durch mein Elternhaus hat mich eigentlich immer auch schon so zweigleisig fahren lassen. Auf der einen Seite das Interesse an Wirtschaft und Gesellschaft, aber Wirtschaft und Gesellschaft grundgelegt in Werten, also eine wertebasierte Gestaltung der Gesellschaft und Wirtschaft. Das war eigentlich immer mein Thema. Und dann bin ich halt erst in die Wirtschaft gegangen und nachher bin ich den anderen Weg gegangen. Aber eigentlich ist beides für mich immer meine Leidenschaft. Dann jetzt die Frage, wie würden Sie Sozialethik überhaupt definieren? Und braucht es ausdrücklich eine christliche Sozialethik in einer Gesellschaft, die, wie wir jetzt wissen, schon nicht mehr mehrheitlich christlich ist? Also Sozialethik als Oberbegriff ist natürlich ein Teil letztlich der Ethik.
in Unterschied zur Individualethik, wo es vor allen Dingen um Fragen des Gewissens geht, geht es in der Sozialethik ja eher um gesellschaftliche Fragen, um Regeln, Institutionen innerhalb der Gesellschaft, aber auch die Gestaltung von Beziehungen. Also auch die sittlichen Pflichten des Einzelnen sozusagen in der Gesellschaft. In der Gesellschaft, genau. Also da, wo es um die Fragen auch geht, also überall, wo Menschen miteinander in Beziehung sind, natürlich etwa auch Fragen, Anfang und Ende des Lebens sind natürlich Fragen, die in hohem Maße auch in der Individualethik beheimatet sind, aber auch eine sozialethische Bedeutung haben, weil damit verbunden sind zum einen Wertevorstellungen, die in der Gesellschaft geteilt werden oder sich verändern, auf der anderen Seite aber auch Regeln, Gesetze, die erlassen werden, und da ist die Sozialethik immer mit im Boot. Braucht es denn die christliche Sozialethik dezidiert? Ja, das wird natürlich, je nachdem, wen Sie fragen, wird das natürlich unterschiedlich gesehen. Ich sehe es so, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und müssen natürlich uns bewusst sein, wenn wir nicht sozusagen in einer Blase, in einer weltfremden Blase leben wollen, dass es viele verschiedene Ansätze von Ethik gibt, die eben nicht aus dem christlichen Bereich kommen. Die christliche Sozialethik ist ein Player unter vielen inzwischen in unserer Gesellschaft. Aber unsere Gesellschaft würde eine Menge verlieren, wenn dieser christliche Ansatz verloren ginge. Weil die christliche Sozialethik hat eine ganz besonders gute Fundierung, auch mit ihrem Menschenbild, für die menschliche Würde, für die Idee des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die auch für die soziale Marktwirtschaft, unsere Wirtschaftsordnung, sehr prägend ist. Und wenn wir die christliche Sozialethik sozusagen über Bord werfen würden, würden diese Wertefundamente in Vergessenheit geraten, verloren gehen. Und dann ist die Frage, was tritt an die Stelle? Und deshalb glaube ich, wenn wir wirklich ernst nehmen wollen, Menschenwürde unbedingt zu begründen, meinetwegen, dass wir als Christen, behaupte ich jetzt mal durchaus selbstbewusst, die beste Begründung dafür haben. Glauben Sie, dass sich das auf die Dauer halten lassen wird? Also auch so dieser ganze christliche Hintergrund, wir reden auch vom christlichen Abendland, was ist davon noch übrig? Das kommt darauf an, wie die Vertreter des Christentums in unserer Gesellschaft sich artikulieren. Ich vertrete nicht die Auffassung, dass man sagt, na ja, gut, es wird schon wieder irgendwie werden. Es gibt jetzt auf und im Augenblick geht es mit dem Christentum, der christlichen Ethik ein bisschen bergab, aber das wird schon irgendwie wieder kommen. Das glaube ich nicht. Wir leben schon in einer Zeit, wo die Gefahr besteht, dass die christlichen Werte und die christliche Ethik marginalisiert werden. Und deshalb braucht es umso mehr Vertreter, die diese Werte und diese Ethik auch nach vorne bringen, so dass sie aber auch gehört werden. Noch in den 60er Jahren war das ja ganz anders. Josef Kardinal Höfner, ja gut, der hat auch noch länger gelebt, aber da auch Oswald von Hellbräuning, das waren große Ethiker, die die Gesellschaft mitgestaltet haben. Aber wo haben wir heute noch solche Persönlichkeiten, die auch in der Wirtschaft und in der Gesellschaft und in der Politik Gehör finden? Dazu bedarf es auch einer Fachkompetenz. So wichtig das ist, wir brauchen nicht nur Wissen um Bibel und kirchliche Lehre, sondern es braucht auch die Fachkompetenz in Fragen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir brauchen also Leute, die beides miteinander in sich verkörpern und dann in den Dialog treten können. Und da gibt es, glaube ich, einen Mangel. Wir haben heute wenige Leute, die diese Kompetenzen miteinander vereinen. Aber auf die kommt es an, dass die glaubwürdig und eine hörbare und kompetente Stimme wieder in unserer Gesellschaft werden. Sehen Sie sich selbst in dieser Position? Das muss ich jetzt einfach fragen, so mit Ihrem ganzen Background, den Sie ja letztendlich auch haben. Ja gut, es ist immer die Frage, wie man sich selbst einschätzt. Da würde ich sagen, das sollen andere besser beurteilen. Gleichwohl verstehe ich mich als jemanden, als einen Brückenbauer zwischen den verschiedenen Disziplinen. Ich habe mich sehr gefreut, mal bei einer Diskussion über das Wissenschaftsverständnis. Ein Ingenieur, Professor aus Aachen von der RWTH, sagt, es gibt verschiedene Arten der Wissenschaft. Das eine sind diejenigen, die in einem Bereich in die Tiefe gehen, ganz tief.
Und dann gibt es die anderen, die sind genauso wertvoll, die sind in verschiedenen Bereichen, kennen die sich aus, die gehen zwar nicht ganz so weit in die Tiefe, aber die können den Dialog herstellen, weil sie sich etwa in Fragen der Wirtschaft und der Theologie auskennen. Da würde ich mich jetzt schon sehen, ich weiß aber, dass es andere Fachwissenschaftler gibt, die in ihren Bereichen weiter in die Tiefe gehen. Aber ich verstehe mich als einen Brückenbauer zwischen Kirche, Theologie und den Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften. Jetzt muss ich fast die Frage stellen, Sie waren auf der ersten Münchner Unsicherheitskonferenz. Also erstens die Frage natürlich, was ist das? Da kommt man drauf, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt. Dort sollten grundlegende Fragen zu sozialem Frieden und Ordnung auch wissenschaftlich ausgelotet werden. Und Sie haben einen Vortrag gehalten zu christlicher Sozialethik als Wertekompass. Also das eine ist, wie kommt es überhaupt zu so einer Unsicherheitskonferenz und was für Werte stehen da im Mittelpunkt? Ja, ich habe mich auch gefreut über diese Einladung. Das war ein exklusiver Kreis, der da geladen wurde. Das war jetzt keine theologische Veranstaltung, sondern es waren Vertreter ganz unterschiedlicher Fachrichtungen, Vertreter aus der Gesellschaft dabei. Der Hintergrund ist, alle kennen ja die Münchner Sicherheitskonferenz. Und die Idee dahinter steckte jetzt, ja, wir brauchen sozusagen einen Ableger. Also die Unsicherheitskonferenz ist ein Ableger der Sicherheitskonferenz, in der bewusst die Wertefundamente diskutiert werden. Bei der Sicherheitskonferenz geht es ja sehr stark auch um politische Fragen, auch konkrete politische Herausforderungen unserer Zeit. Und in dieser sogenannten Unsicherheitskonferenz steht natürlich dahinter, ja, wir haben viel auch Unsicherheit, große Herausforderungen unserer Zeit. Und welche Wertegrundlagen müssen wir in den Blick nehmen und vielleicht wieder erinnern, um die großen Probleme tatsächlich zu lösen? Es ist also sozusagen ein ethisches Fundament für die Sicherheitskonferenz. Das ist so die Idee, die dahinter steht unter der Schirmherrschaft von der früheren Ministerin Greta Süssmuth, die auch da den Vorsitz geführt hat. Und welche Werte sind dann konkret genannt worden? Ja, also ich hatte den Auftrag, das hat mich natürlich auch sehr gefreut, weil das heutzutage überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, gerade in einem solchen Umfeld, auch die christlichen Werte einmal bewusst wieder in Erinnerung zu rufen. Und da geht es nämlich genau um die Frage, was ist das Wertefundament unserer Gesellschaft, der Wirtschaft und der Gesellschaftsordnung? Und das hat ganz konkrete Konsequenzen natürlich für Verteilungsfragen in unserer Gesellschaft, die ja sehr wichtig sind, aber auch etwa die Rechte von schwachen Menschen in unserer Gesellschaft. Die Frage, wie gehen wir mit behinderten Menschen in unserer Gesellschaft um? Wie gehen wir mit Anfang und Ende des Lebens um? All diese Fragen müssen beantwortet werden, nicht in einem bloßen Pragmatismus, der leider in der heutigen Zeit sehr verbreitet ist, sondern aus einem in sich stimmigen Wertefundament. Und das Christentum bietet, die christliche Sozialethik bietet ein solches Wertefundament an. Da kann man sich dran reiben. Man kann ein anderes Wertefundament teilen. Aber bloßer Pragmatismus führt uns letztlich in die Irre. Und die christliche Idee des Menschen und die christliche Idee von Gesellschaft gründet in der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Daraus ist die unbedingte Würde jedes Menschen begründet. Damit lässt sich jede Art von Utilitarismus ablehnen, jede Art von Kollektivismus ablehnen. Damit lässt sich die Würde von kranken und behinderten Menschen überzeugend begründen, im Gegensatz zu vielen anderen Ideen. Damit lässt sich eine Idee des friedlichen Zusammenlebens begründen, die auch eine Grundidee der sozialen Marktwirtschaft ist und sich etwa klar distanziert von allen Ideen und Ideologien eines Kollektivismus, der auch wieder in der Theologie, in der Sozialethik heute durchaus wieder Fürsprecher findet. Glauben Sie denn, dass diese Unsicherheitskonferenz Kreise ziehen wird, dass da also wirklich auch eine Wirkung erzielt werden kann? Das wird man sehen. Es war jetzt das erste Mal, dass diese Konferenz stattgefunden hat. Es war auch sicher ein schönes Zeichen, dass auch ein Mitinitiator der Sicherheitskonferenz, also sozusagen der Mutter, mit dabei war, teilgenommen hat und hat auch versichert, dass die Ergebnisse dieser Konferenz dann auch mit in die Sicherheitskonferenz einbezogen werden.
Aber es ist so, alles, was neu anfängt, muss natürlich erst noch laufen lernen. Und ich glaube, es wäre sicherlich auch gut, wenn dann mal Vertreter der Unsicherheitskonferenz auch zur Sicherheitskonferenz mit eingeladen werden, um da auch vielleicht mit Referaten und Inhalten sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Aber das ist jetzt nur meine spontane Idee. Ja, genau. Wunderbar. Jetzt aber mal von München nach Köln. Wir haben den schönen Dom hier bei uns im Hintergrund. Sie sind seit dem 1. Januar 2021, haben Sie den Lehrstuhl für christliche Sozialwissenschaften an der Kölner Hochschule für katholische Theologie inne. Da gab es ja einige Debatten, Diskussionen. Wie steht die Kölner Hochschule aktuell da? Was ist so der Sachstand? Ja, also es ist so, dass inzwischen auch einige Kollegen dazugekommen sind. Ich war ja der zweite Professor neben Professor Uli, der als Rektor die erste Neubesetzung war. Wir haben viele Kollegen und Kolleginnen übernommen, auch aus der Hochschule St. Augustin, Hochschule der Steyler Missionare. Das ist uns auch sehr wichtig. Diese Tradition wollen wir fortsetzen, dass auch im Lehrkörper und in der Studentenschaft auch diese Internationalität beibehalten wird. Die Steyler Missionare sind also gesetzt als weiterer Partner, als wesentlicher Partner, der das Leben unserer Hochschule prägt. Das heißt, der Geist der Mission, des Missionarischen, wird auch weiter die Hochschule prägen. Aber wir wollen das natürlich weiterentwickeln. Wir sehen natürlich auch manche Anfeindungen von außen, die sicher unterschiedliche Gründe haben. Da wird auch nicht immer so genau geschaut, es wird auch nicht immer mit uns geredet, sondern oft über uns geredet. Wir würden uns mehr Sachlichkeit und mehr ehrlichen Dialog wünschen als Vorurteile. Und man sollte bei allem, was so negativ so in den Raum hineinposaunt wird, durchaus auch mal überlegen, dass wir an der Hochschule, dass das auch Menschen sind, die da arbeiten und die da studieren, mit Freude arbeiten und studieren. Und wenn man mit Vorurteilen und ideologischen Motiven darauf herumschlägt, glaube ich, sollte man vor allen Dingen, wenn man ein Christ ist, auch bedenken, dass das auch Menschen betrifft. Wir bleiben aber zuversichtlich, wir sind voller Leidenschaft und wollen dieses wichtige Projekt nach vorne bringen, weil wir glauben, die Theologie in Deutschland braucht uns. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie haben Ihre Antrittsvorlesung dort gehalten über das Thema Werte und Ziele sozialistischer Marktwirtschaft, Chinas Wirtschaft aus ordnungsethischer Sicht. Können Sie da Ihre Ergebnisse kurz skizzieren? Es wird ja gerade sehr viel über die Wirtschaftsmacht China auch gesprochen. Ja, finde ich klasse, dass Sie danach fragen. Das ist ja jetzt auch ein Thema, was man vielleicht nicht so unbedingt von einem Theologen erwartet, aber daran sehen Sie ja, dass ich so ein Grenzgänger bin. Ich bin jetzt auch kein ausgewiesener China-Experte, bin auch noch nicht in China gewesen, habe mich aber natürlich über die Literatur mit dem Thema beschäftigt und habe das auch nicht nur gemacht aus einer rein ökonomischen Sicht, sondern vor allen Dingen aus einer ethischen Sicht. Also mir ging es letztlich darum, die Frage zu stellen, gut, die wirtschaftlichen Verflechtungen, neue Seidenstraße oder auch die innenpolitischen Dinge wie diese Überwachungssysteme in China sind wichtige Aspekte. Aber mir ging es darum, noch ein wenig mehr in die Tiefe zu schauen, nämlich die Frage, was für ein Menschen- und Gesellschaftsbild steckt eigentlich dahinter? Gibt es das überhaupt, sozialistische Marktwirtschaft? So steht es in der Verfassung Chinas. Sozialismus ist eigentlich Planwirtschaft. Marktwirtschaft ist eigentlich verbunden mit einem freiheitlichen Menschenbild. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Und da habe ich mal näher drauf geschaut. Und das habe ich dann anschließend natürlich auch aus einer christlich-sozialethischen Perspektive durchaus kritisch beleuchtet. Und ich würde sagen, oder meine These ist, eigentlich ist der Geist, der marktwirtschaftliche Geist in China nur sehr bedingt vorzufinden. Es ist, wir haben eine Parteidiktatur, es ist ein diktatorisches System, eine Parteidiktatur. Die Partei hat die Macht über alles. Und meine Auffassung ist, es geht darum, bestimmte wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Und da werden gewisse Instrumente genommen, die gerade passen. Jetzt passt gerade die Marktwirtschaft mit einigen Elementen, die werden übernommen, aber ohne die Ideen der Freiheit der Person, die dahinter stehen, sondern nur Ideen von Effizienz und marktwirtschaftliche Modelle, ohne dass aber das entsprechende Menschen- und Gesellschaftsbild übernommen wird. Also täuschen wir uns nicht,
sozialistische Marktwirtschaft hat nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun. Es bleibt eine Parteidiktatur. Der Kommunismus ist gesetzt. Und ich glaube, dass irgendwann die marktwirtschaftlichen Elemente auch wieder zurückgedrängt werden, wenn andere Modelle der kommunistischen Partei besser passen. Und was erwarten Sie dann von einer Weltmacht China in Zukunft? Ja, ich glaube erstmal, dass China tatsächlich diese Weltmachtstellung anstrebt und ist ja auch schon gut dabei, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Und das wird auch ausdrücklich gesagt, gerade durch die jetzige Parteiführung. Ich glaube, dass dahinter durchaus auch das Bestreben steht, ein alternatives Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell als überlegen darzustellen gegenüber den westlichen Modellen, das auch durch wirtschaftliche Abhängigkeiten, die Seidenstraße etwa oder auch in Afrika, dass Länder durch die Abhängigkeiten von China willfährig gemacht werden und dass dadurch auch politischer Druck zunimmt, militärischer Druck zunimmt und dass die Gefahr besteht, dass die westlichen Länder ihre Werte, auch unsere Vorstellungen von Menschenwürde und Menschenrechten nicht mehr hinreichend artikulieren können, sozusagen aus Angst, weil sie abhängig werden von diesem System. Und das ist hochgefährlich für die Frage auch nicht nur des Friedens, sondern auch davon, was wir überhaupt noch unter Menschenrechten in unserer Welt verstehen wollen. Da stellt sich dann jetzt die Frage, jetzt weg von der Weltmacht China oder angehenden Weltmacht China, zurück zu uns. Sie treten auch sehr stark dafür ein, also was kann der einzelne Mensch machen? Und Sie treten dafür ein, dass wieder Orientierung geschieht, also gerade auch im Rahmen der Evangelisierung, die ja dringend notwendig ist. Jetzt wird in Deutschland ja eigentlich, wenn es um Kirche geht, Sie haben das Beispiel auch der Hochschule hier erwähnt, ja doch sehr drastisch formuliert und gegen die Kirche agitiert zum Teil. Und wenn über Kirche geredet wird, dann eigentlich nur noch synodaler Weg und Missbrauch. Wie kann da die frohe Botschaft, die ja dann auch mit Blick auf China wieder notwendig wäre, überhaupt noch durchdringen? Ja, ich glaube, es braucht zunächst mal einen Bewusstseinswandel. Also es ist natürlich richtig und wichtig, dass wir uns auch mit den schlimmen Fehlern und den Verbrechen der Vergangenheit auseinandersetzen, die im Namen der Kirche geschehen sind und auch mit, sicher auch mit strukturellen Fragen. Aber letztlich darf es dabei nicht stehen bleiben. Das letzte Ziel, Strukturveränderung und Aufarbeitung, sind ein wichtiger Baustein, aber es ist nicht alles. Das letzte Ziel für uns als Kirche, für uns als Theologie, für uns als Christen, muss es ja genau sein, das sein, was Sie sagten, dass wir auch wieder Sauerteig in der Gesellschaft werden. Und dazu braucht es, das ist meine feste Überzeugung, Christen und auch Theologen und Kirchenvertreter, erstens, die auch wieder etwas selbstbewusster auftreten, die wissen, dass wir etwas zu sagen haben, dass wir der Gesellschaft etwas zu sagen haben. Ich sagte es eben, unser Menschenbild ist ein großartiges, unsere Idee des Zusammenlebens, das sind großartige Prinzipien und Werte, mit denen wir Antworten geben können auf zahllose ethische Herausforderungen unserer Zeit. Es braucht also wieder etwas Selbstbewusstsein, es braucht die Kompetenz, natürlich bei den entsprechenden Vertretern. Es braucht aber vor allen Dingen, und das vermisse ich leider auch an manchen Stellen, wieder auch eine innere, ausstrahlende Freude am Glauben und am Bekenntnis. Ganz kurz und konkret, wie sieht dann die missionarische, also wie sollte die missionarische Kirche der Zukunft aussehen? Ja, nicht allein in Fach, so gerne ich das haben würde. Ich bin Wissenschaftler und wir brauchen fachliche Kompetenz, notwendig. Wir brauchen Menschen, die auch wieder begeistert sind. Begeistert von der Botschaft Jesu, die in ihrem Herzen tragen und das nach außen hin auch leben und damit anstecken. Allein mit abstrakten Theorien, die oft weit weg sind von den Herzen und den Problemen der Menschen, werden wir keine Menschen gewinnen. Wir brauchen Menschen, wo man merkt, dass sie für die Botschaft Jesu brennen. Und wenn wir diese Menschen müssen sich auch zusammentun. Sie müssen in die Öffentlichkeit gehen, dürfen auch keine Angst haben, ihre eigene Position zu vertreten, auch dann, wenn es Widerstand gibt. Der frühere Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, dessen Bild bei mir im Zimmer hängt, weil ich ihn sehr verehre, heißt Nec Laudibus, Nec Timore. Das ist ein Prinzip, was ich mir auch sozusagen als Leitmotto vornehme, auch wenn das schwer ist. Zu handeln, zu agieren als Christ in unserer heutigen Zeit, nicht um Lob zu erfahren, Applaus oder aus Furcht, aus Angst vor irgendetwas, sondern
dann muss ich die Frage, was motiviert mich wirklich? Mich motiviert letztlich das Eintreten für die Wahrheit und für Jesus Christus, weil ich überzeugt bin. Das ist die Botschaft, die die Menschen wirklich zum Guten führt. Damit können wir Menschen begeistern. Die anderen Motive führen uns in die Irre. Wie kann das denn wirklich gelingen, wenn wir jetzt so viele Konflikte, Krisenherde weltweit haben und uns ja auch die Medien vermitteln, dass eigentlich alles nur noch schlimmer wird? Also Ukraine, Krieg, Energiepreiskrise, Inflation. Es sieht ja de facto nicht gut aus. Ja, und wenn ich jetzt alle Probleme lösen könnte, dann säße ich wahrscheinlich nicht hier, sondern an einer anderen Stelle. Ich glaube aber, was mich natürlich auch sehr gefreut hat, wir haben alle unsere Grenzen und aber auch unsere Talente. Und wir als Christen sollten jeder an seiner Stelle seine Talente sich einmal anschauen und schauen, wo wir in unseren Lebenskontexten den Geist, der uns mitgegeben ist, und unsere Talente auch einbringen können, um Gesellschaft zu gestalten. Das kann bei jedem kleinen Menschen anfangen in seinen Kontexten, in seiner Familie, in seinem Arbeitsbereich, in seiner Kirchengemeinde. Ich habe mich zum Beispiel auch sehr gefreut, dass ich die Anfrage bekommen habe als externer wissenschaftlicher Sachverständiger beim Grundsatzprogramm der CDU mitzuarbeiten, sodass ich da also auch christliche Werte in die Gesellschaft hinein einspeisen kann. Damit kann ich nicht alle Probleme lösen, aber ich kann auch in sozialen Kontexten ein Zeugnis dafür geben, dass wir als Christen etwas zu sagen haben. Und dazu möchte ich jeden von uns ermutigen, in seinen Lebenskontexten es genauso zu tun. Nicht mit dem eigenen Glauben, den eigenen Glauben sozusagen zu verstecken, bloß nicht von Gott reden, weil dann hört mir keiner mehr zu, sondern im Gegenteil, von meiner Motivation sprechen, dass ich ausdrücklich als Christ argumentiere. So können wir auch andere Menschen mit ihren Weltanschauungen herausfordern und anbieten und zeigen, dass auch wir etwas Gutes zu sagen haben. Und ich glaube, wir haben eine tolle Botschaft und wir haben viele tolle Menschen mit großen Talenten. Und ich möchte alle motivieren, in ihren Lebenskontexten diesen Schritt zu wagen, auch keine Angst zu haben, Position zu beziehen und auch sich auch mal vielleicht beschimpfen zu lassen. Das ist nicht immer leicht, nicht immer angenehm. Wir erleben das als Hochschule auch, aber das schweißt uns auch zusammen, weil wir wissen, dass wir für etwas Gutes eintreten. Jetzt haben Sie eigentlich die großartige Schlussbotschaft schon gesprochen. Meine Frage ist nämlich immer, was wünschen Sie sich von den Zuschauern von KTV, was sie tun sollen? Das haben Sie jetzt eigentlich schon sehr schön vorgebracht, dass ich die Frage gar nicht mehr stellen muss. Vielen Dank für diesen informativen Einblick in Ihre Tätigkeit und ganz herzlichen Dank dafür. Es hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank.